So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Pokémon Schild zurück, natürlich, klar. Ich speichere kurz das Spiel, weil es geht heute weiter mit Cobalion. Da ist es nämlich schon. Ja, das wird wahrscheinlich genauso rauslaufen wie auch am Ende auf Viridium. Aber der Vorteil ist, dass wir tatsächlich jetzt Glück haben, dass wir keinen Schnee haben. Schneehagel haben. Das heißt, ja, ein bisschen was Glück. Dass wir vielleicht sogar. Ja, dass wir sogar vielleicht ohne Probleme das Viech besiegen. Wir haben Kampf. So, ich kämpfe gerade drauf mit Doppelkick. Ja. Dass wir diesmal unendlich Zeit haben. Eisenschädel. So, ich gehe nochmal nur kopflos hinterher. Ah, noch nicht ganz. Sanktoklinge. Ja gut, es ist jedenfalls ein Kampf-Pokémon, ne? Es ist wie Viridium. Ja, natürlich mit Volltreffer machst du es natürlich auch nochmal feiern. Also, das Velo geht mir gerade ein bisschen zu oft und zu schnell weg. So. Ja, jetzt haben wir einen deutlichen Vorteil, dass wir ein bisschen mehr zu fangen haben. Damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, und dann fällt es halt, wie gesagt, nur noch Terrakium. Da muss ich dann mal gucken, wo es... Wo sich das befindet, also beziehungsweise wo sich die Spuren befinden. Damit wir es einfach aufzuspüren bekommen. Weil da weiß ich nämlich jetzt tatsächlich gar nichts. Das war jetzt auch super, dass ich die Spur für Cobalion gefunden habe. Ja, du kannst nichts machen mit deinem Nahkampf. Du kannst nichts weiter machen mit deiner Attacke noch. Deine Sanktoklinge kann nichts treffen. Ja, jetzt gerade will er nicht. Wie gesagt, das Gute ist, er kann außer seinen Eisenschädel nichts einsetzen. Der Eisenschädel wird stark sein. Ich muss dieses Viech irgendwann mal jetzt versuchen zu fangen. Aber es bleibt jetzt tatsächlich nicht wirklich nur, es bleibt jetzt nicht wirklich drin. Ich sag jetzt gerade die ganze Zeit, nö, ich möchte nicht. Okay. Es sind jetzt 5 Bälle und es ist nicht ein Wackler gewesen. Eins? Ah, okay. Das war. So viel zum Thema dazu. Es war der erste Wackler tatsächlich. Also bei Viridium haben wir tatsächlich. Boah, Alter. Ja, lass mich drüber. So, ich setze mal Top-Trank ein, damit du nichts weiter machen kannst. So, und weiter geht's. Ja, er probiert weiter mit der Sanktoklinge, aber damit kann er nichts machen. Wir sind vom Typ Geist, das ist der Vorteil. Aber irgendwie will er gerade gar nicht uns in den Sack gehen, ne? Und jetzt geht er gerade regelmäßig beim ersten, ohne zu wackeln, raus. Och, okay. Aber jetzt erstmal werden wir versuchen, dieses Ding zu fangen und dann versuchen, mir Gedanken zu machen. Oder beziehungsweise mal rauszufinden, wo es sich. Moment. Wo sich Terrakium befindet. Weil das fehlt uns halt dann ja noch. Dann hätten wir so alle drei. Aber jetzt erstmal, wie das nächste legendäre Pokémon mit. Cobalion, das ist das zweite von dreien. Das Eisenkern-Pokémon. Und da fehlt dann noch das Felsen-Pokémon. Dann hätten wir das doch. Das müsste wahrscheinlich in irgendeiner Höhle zu finden sein. Aber, na gut, da machen wir dann später Gedanken drüber.
Ja, nee, ist klar, du haust mir da. Ja gut, er hat zweimal Pushen angegriffen. Ne? Aber jetzt will er nicht. Jetzt weiß er, dass er keine Kampfattacke angreifen kann. Ja, und dann noch ein Volltreffer daher. Alter, du hast mir gerade. Du nervst mich gerade ein bisschen weg, ey. So, Kampfstahl. Wenn du Glück hast, ja, wenn du doof bist, klug bist, dann machst du natürlich auf. Komm mal, jetzt gib mir. Jetzt gib mal bitte in den Ball. Komm zu deinem Kumpel. Ah! Mamu, ich dachte, yo, man. Ich versuch gerade ein bisschen zuzureden mal. Ich versuche mal in den roten Bereich zu bringen. Ja. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Das ist jetzt erstmal rot. Das ist wichtig. Das ist gar nicht mehr. Vielleicht liegt es auch daran ein bisschen. Okay, es bricht weiter hinter beim ersten Versuch Ball aus. Und es geht auf Sanktoklingen und damit war es auch schon für Summer Center. Ach Gott, Leute, gib mir nicht auf den Sack, Alter. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt die ganze Zeit von einem Viech besiegen muss hier. So. Hey, da ist dein Kumpel. Guck mal. Den willst du doch nicht besiegen. Du willst doch dazukommen. Ne? Ja, da muss man nur mal ein bisschen gut zureden. Und dann haben wir auch das gute Viridium. Quatsch. Kobalium. Kobalium ist gut im Bunde. So. Nein. In mein Team, bitte. So, dann nehmen wir Tom und Zett dafür raus. So. Jo, dann haben wir's. Gut, 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 gut. Und dann versuchen wir hier das Ding noch zu fangen. Weil ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt nur gute 7-8 Minuten gebraucht für die Folge. Ich versuche jetzt mal ein bisschen was an Pokémon zu fangen noch. Und der erste. Oh, du hast aber gut Bälle gebraucht. Du hast 18 Bälle gebraucht, mein Freund. Und du gehst sogar direkt beim ersten rein. Artik, Aktilas, ja, wie auch immer. Ja, jedenfalls ist es drin. Haktila ist ja, genau. Nein, möchte ich nicht in eine PC-Box. Ich möchte dich gerne mit in eine PC-Box dazu holen, weil jetzt kann man nämlich hier. Ah, geil, dann haben wir das Thema auch schon. So, du wolltest eben schon gefangen werden, das heißt, du kriegst jetzt auch noch einen mit hinterher, mein Freund. Weil Reiser. Level 68. Nicht ganz ohne. So. Du kriegst jetzt erstmal einen Knirscher mit rein, mein Freund. Und die Verteidigung sinkt. Oh, das war's. Glück gehabt. Das wäre nicht das Ende gewesen für unser Drachen-Pokémon. So, noch schnell noch einen hinterher. Die soll Reise auch mal mit einsacken nebenbei. Eins, zwei. Okay, dann bin ich. Ja, du wehrst dich jetzt gerade ein bisschen. So. Gut, als nächstes machen wir uns dann auf die Suche nach dem letzten im Bunde. Wenn dieses Pokémon dann sagt, ich möchte jetzt, ich gehe jetzt bereit. Oh, das war's. Ja, das kann es nicht aussehen. Vierfach Schwäche, Step-Bonus, was auch immer. Das ist nicht machbar. So, okay, dann
Gehen wir mal auf Rigieleki dazu. Und jetzt versuche ich diese. Komm her bei Reiser. Ernsthaft? Ich möchte dich gerne, also nicht im Team haben, ich möchte dich aber gerne für den Eintrag dazu haben. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch schon Pokémon fangen. Ah, den möchte ich jetzt gerade nicht. So. Gib ihn. Eins. Zwei. Natürlich nicht. Wieder. Auch nur. Ernsthaft, jetzt kostet mir ein scheiß Hagelsturm. Och nö. Weil jetzt hat Blizzard nur. Ja, stopp mal, bei dem jetzt. Komm jetzt her jetzt hier. Ich will dich haben. Entweder du gehst jetzt mehr rein oder du lässt es sein. Nerv mich nicht. Ja, dann bleib da, wo du bist, Alter. Dann gehen wir den auf die Nüsse die ganze Zeit. Warum auch nicht? Man kann ja auch versuchen. Tschüss. Bye. Dann bleib da, wo du bist und geh mir nicht auf den Senkel. So, okay, dann gehen wir mal zurück zu Sarnia, weil der ja wollen wir mir nochmal zeigen. Und ich brauche dringend mal neue Hyperbälle irgendwann mal. Die Frage ist, wo kann ich die kaufen? Kann ich die hier oben kaufen? Im Schlitterfeld? Kann das sein? In dem Bahnhof rum? Oder haben wir dafür kein Geld? Wir haben ja Items ohne Ende zu verkaufen, ne? Ja, doch, wir haben doch noch genug. Sorry. Das war ein bisschen zu schnell vor. Eigentlich gedrückt. Ja, ich möchte gerne noch ein paar Bälle haben dazu. Oh, das können wir verkaufen. Das können wir Dinge verkaufen. So, also, nochmal. Fangen wir an mit der Riesenperle. Weg damit. Brauchen wir nicht. Dann fangen wir an mit der. Mit dem Sternstaub brauchen wir nicht. Mit der Perle, die brauchen wir auch nicht. Dann brauchen wir die Riesen, das Riesending nicht. Ich mach den gerade arm. Eine Triperle brauchen wir auch nicht. Riesenpilze brauchen wir sowieso nicht. Genauso wenig wie die Mini-Pilze, die wir mal gefunden haben. Die brauchen wir auch nicht. Nuggets haben wir ja auch schon gefunden. Also als Weg, da brauchen wir auch schon wieder 160.000. Also, ja. Der kostet auch ordentlich Kohle. Aber den brauchen wir nicht, wie gesagt. 102.000. Wir sind jetzt wieder über 300.000 wieder. Gut. Okay. Nein, ich wollte nichts verkaufen. So, okay. Top-Trank. Nehmen wir mal mit. Hypertränke nehmen wir auch mal mit. Brauchen wir ja auch noch alles. Beleber. Brauchen wir mehr. Sicherlich. Ich habe zwar, dass wir keine Top-Beleber kaufen können. Aber was wir jetzt auf jeden Fall noch kaum mitnehmen, ist auf jeden Fall erstmal ohne Ende Top-Schutz. Weil, wenn ich ehrlich bin, bevor wir jetzt die ganze Zeit wilde Pokémon zu kriegen, außer die legendären, die wir so suchen, machen wir das doch mal eben kurz. So, okay. Das ist hier also Keifel, okay. Keifel, Sporlocks, brauchen wir alles nicht. So, und in der nächsten Folge mache ich mir mal ein bisschen mal Gedanken, oder ich mache mir nochmal Gedanken. Was wir so noch an. Warte mal. Wir machen das anders. Wir fliegen zu Xania, weil das ist mir sonst zu heiß. So, gehen wir nach Wüste zurück. Dann statten wir der guten Xania mal Bericht ab, wenn man nicht unser Team doch schnell heilen. So, okay. Gut, dann haben wir das auch, das Thema. Und dann statten wir mal Xania Bericht ab und dann machen wir uns auf die Suche nach dem letzten Pokémon, das uns noch auf der Liste fehlt. Also sprich, dem guten Terrakium. Also beziehungsweise von den drei. So. Ah, halt. Das ist jetzt alles anders. Gut. Wir sind schon nochmal.
Ernsthaft. So. Ich verraff das jedes Mal, welches Haus das ist. Oh, ich habe hier Items. Das ist so eine Stange, dicker Lauch. Brauchen wir nicht. Ich verraff das jedes Mal, welches Haus das ist, ne? Oh, Moment. Wir haben ja was vergessen. Ich glaube, wir haben was vergessen. Kann sein, dass wir das kriegen. Ich dachte. Okay. Ah, cool. Ja, wir kriegen sogar komplett. Wir kriegen Cosmog. Nein. In eine Pizzabox brauchen wir nicht. So, Cosmog haben wir kassiert. Das wird sich ja dann nochmal vielleicht entwickeln zu einem der legendären Pokémon. So. Da ist die gute Sania. Oh, das ist das Kobalium, das wir gesucht haben. Das heißt, kein Pokémon. Auf dich ist im Verlass. Ihr Glück, dass ich dich um Hilfe gebeten habe. Entschuldige, es sind schon wieder meine Gefühle mit mir durchgegangen. Hier belohne dafür, dass du mir das legendäre Pokémon gezeigt hast. Zähnepimbomons M. Damit fehlt nur noch ein Pokémon. Ich drück dir weiterhin die Daumen. Ja, liebe Leute, dann mache ich mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Suche nach dem guten Terrakium. Und da muss ich mal dann mir mal so ein bisschen meine Gedanken machen, wo ich das Pokémon kriege. Ja, bis dahin und tschüss.